Uah, Infected Weevil. Weevil, was ist mit den. Was ist denn mit dir los? Du bist ja. Du siehst ja so anders aus. Wow! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded, meine lieben Freunde. Was ist das für ein Geräusch? Habt ihr das gerade gehört? Das war ein bisschen gruselig gerade. Oder ist... Ach, das ist... Ist es das Tier, was hier in der Ecke hängt? Ich hoffe, es ist das Tier, was hier in der Ecke hängt. Es sind zwei! Es hat ein Kind gekriegt! Ihr kommt hier nicht raus! 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 Ihr seid bei mir jetzt gefangen! Da habe ich jetzt ja immer was zu essen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, Moment. Apropos Essen. Ich esse jetzt erstmal hier die Nussschalen-Dingchen auf. Ich habe mir beim letzten Mal eine komplette Ahornrüstung gebaut. Falls ihr das nicht gesehen habt, rechts oben in der Ecke ist auf YouTube immer die Playlist verlinkt, wenn ihr das nochmal nachschauen möchtet. Und genau, jetzt wollen wir auf jeden Fall mit dieser geilen Rüstung wollen wir jetzt den Stinkekäfer ja besiegen. Na, mal gucken, ob wir ihn besiegen. Ich bin sehr gespannt. Was zur Hölle war das schon wieder? Irgendwas ist hier runtergefallen gerade. Ach, die Sachen, die ich nicht aufheben konnte, weil mein Inventar voll war. Genau, Stinkekäfer töten, denn wir brauchen für die Gasmaske Teile vom Stinkekäfer. Und, das müssen wir jetzt mal machen. Jetzt wollte ich doch gerade überlegen. Genau, ich wollte nochmal zurückgehen zu meinem alten Haus. Ah! Nein, die Mücken sind wieder da. Die fliegen. Schnell Tür zu machen, sonst kommen sie rein. Ich wollte noch den Futz mitnehmen von diesen nervigen Mückenfliegen, weil ihr habt mir gesagt, ich kann aus allen Materialien, die ich bekomme, auch dem Fliegenfutz, kann ich Smoothies herstellen. Und Smoothies sind die beste Möglichkeit, um sich zu heilen im Kampf. Und deswegen, wir machen jetzt mal an der Smoothie-Station, die ja noch in der anderen Base steht, machen wir jetzt mal ordentlich Smoothies aus Fliegenfutz. Dann werde ich nämlich, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klapse. Dann werde ich, hey, hier ist ja ein Audiolog, das habe ich noch gar nicht gesehen. I've thought about this in circles for days now and I've come to a decision. It's time to restart Spacer development. Omnit may not believe in it, but I know its potential. Though I must figure out how to return shrunk objects to their original size. Okay. The first step will be to address the particle transcription errors. It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration. Hmm. Burgle, please bring up all the lab data about the unknown particles. Happy to be of service. Notes will be prepared and delivered to your table in 4 hours or less. 4 hours? What are the chances for less? Delivery estimate will be prepared in 2 hours or less. An auspicious beginning. Hey, Burgler ist auch lustig. Wie er hier sagt, in 2 Stunden findest du raus, ob es nicht länger dauert als 4 Stunden. Herrlich. Nein! Ich habe nur 1 Smoothie bekommen. Aber gut, ich bin jetzt meinen Futz los dafür. Das ist aber sehr, sehr ineffektiv. Ich hätte das einzeln machen müssen, wa? Ach, egal. Dann habe ich jetzt ein Heil-Smoothie. Scheiße, egal. Ich kann ja, glaube ich, eh alles Mögliche da reinstecken. Warte mal, ich kann ja auch sagen, hier den Zap zum Beispiel. Warte, ich habe hier habe ich auch Futz. Ja, oh, hier habe ich auch Futz. Guck dich den Futz an, ich habe so viel Futz. Und hier ist auch noch Halt. Und hier ist auch noch Nüsse. Ich habe hier noch alles. Und Blütenblätter auch. Ich muss alles mal mitnehmen hier, den ganzen Kram. Oh, guckt euch den ganzen Futz an, den ich hier habe. Ich habe hier noch voll viel Zeug, ey. So, warte, jetzt eins. Eins. Deswegen hat er da auch nur eins reingemacht. So, machen wir mal eine richtige Menge hier. Ja, wir machen jetzt richtig viele Smoothies. Dann habe ich den Futz auch endlich mal sinnvoll weggefutzt. Kleiner Tipp an der Stelle. Wenn ihr euren Futz loswerden wollt, macht Smoothies draus. Und natürlich auch der Futz stackt wieder nur... der Smoothie stackt wieder nur 10-fach. Okay, das reicht aber, glaube ich. Den Rest nehme ich mit in die andere Base. Da können wir nämlich wieder tolle Sachen draus basteln, würde ich sagen. Es gibt ja auch noch diese Lure Trap. Da bin ich auch mal gespannt, was man damit eigentlich machen kann. Also diese Unlock-Falle. So.
Ich habe die Smoothies auf dem Schnellschlott. Ich nehme die... den Knüppel, den Ameisenknüppel. Und jetzt machen wir das im Nahkampf, meine lieben Freunde. Ich habe einen Lebenskraftbonus über meine Ahornrüstung. Es kann eigentlich nur gut ausgehen jetzt. Wenn er sich nicht wieder heilt, dieser blöde Käfer, der cheatet nämlich. Der heilt sich nämlich immer hoch, wenn man zu weit weg steht. Und deswegen ist jetzt meine Taktik, nicht zu weit weg zu laufen, sondern einfach immer nah an dem Käfer dran zu bleiben. Damit er nicht sich hochheilen kann jedes Mal. Auch wenn er jetzt natürlich, auch wenn er ein ziemlich beeindruckendes Tier ist, wenn man so nah dran ist. Ich sollte ihn vielleicht noch erstmal so ein bisschen dahin locken, wo ich ihn separat habe. Ich glaube, der ist ja immer in der Gruppe unterwegs auch. Da muss ich mal ein bisschen gucken. So, wo ist er denn jetzt? Hier hinten müssten sie irgendwo sein eigentlich. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da hinten sind sie. Muss nur aufpassen, dass mich nicht irgendwas anderes hier noch behakt. Bong, bada, bong, bada, ganga, banga, ganga, banga. Ah, hier pennt der gerade? Warte mal. Ja. Ja, furz doch, los. Hey, warte mal, der hängt. Das ist jetzt ja... Das ist ja genial. Hahaha, meine Chance. Stirb. Oh, jetzt der Furz, der Furz, der Furz. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Gleich mal einen Smoothie nehmen. Wenn er furzt, müssen wir ausweichen. Alter. Oh, er ist K.O., er ist K.O. Ich habe ihn K.O. geschlagen. Was zur Hölle? Weg, 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 weg. Irgendwas anderes greift mich hier gerade. Die blöden Scheiß-Larven sind das hier. Stirb, du blödes Kackvieh, ey. Du furzt jetzt wieder, ne? Nee. Aua. Los, stirb. Aufpassen. Oh Gott. Heilen, heilen, heilen. Furzt du, furzt du, furzt du oder hängst du? Furzt du oder hängst du? Ich muss mich hochheilen. Muss mich hochheilen, muss mich hochheilen. Okay, sauber, sauber, sauber. Jetzt ran, 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 ran. Ja, 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 ja. Ich hab ihn. Ich hab Stinkbock-Teile bekommen. Und Futz habe ich auch nochmal bekommen. Ich hab's. Ich werd wahnsinnig. Jetzt schnell weg. Wenn ich übermütig werden jetzt. Die Kombination Rüstung, Prügel. Der Ameisenprügel ist auch richtig gut. Der kann die K.O. schlagen. Ich hab's geschafft. Der Kackekäfer auf jeden. Das ist voll der Kackekäfer. Der Pupskäfer. Jetzt kann ich mir eine Gasmaske machen. Und jetzt kann ich dann in den Gasbereich rein. In den Gasbärreich. So einfach kann's sein mit dem Käfer, ey. Ob, Alter. Was zum Teufel? Ah, die Larven sind raus hier. Okay. Ich höre es schon wieder draußen. Gasmaske. Wir brauchen Gnattfurz. Nein! Das, was ich gerade alles zu Smoothies verarbeitet habe. Genau. Natürlich brauche ich das, was ich da... da. Okay, warte, 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 warte. Ist alles nicht schlimm. Draußen sind ja schon wieder Gnatz vor der Tür. Wir müssen sie ja nur K.O. schlagen. Ha, da warten sie doch nur darauf, geschlagen zu werden. Ja, wenn ich mich so anstelle. Jetzt hör mal auf. Moment. Yes. Ja, toll, jetzt fliegt sie weg. Bleib doch hier, verdammt. Sonst könnt ihr da auch nie genug von mir kriegen. Aua. Ja, ja. Gnattfutz. Wie viel brauchte ich jetzt? Ich hab nicht aufgepasst. Warte. Mann. Ja, 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 Gnatt. Gnattfutz 3, okay. Warte, 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 warte. Dreimal Gnattfutz zum Ende. Wie viel habe ich jetzt gebraucht? Ich brauche 4, okay. Ein Gnattfutz brauche ich noch. Woven Fiber und die Weevil-Nase, die in der Kiste drin ist, okay. Also Fiber. Hier ist Fiber, hier ist Fiber, hier ist Fiber. Verarbeiten wir das gleich mal. Was? Ach so. Brauche ich noch mehr. Mehr, mehr, mehr.
So. Und da ist noch einmal ein Futzer. Weißt du, wenn man sie braucht, dann kommen sie nicht. Ja, ja, ja. Ja, bleib hier. Ah, wo ist sie? Schlag, 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 Goddammit. Nein! Komm her! Ja. Ich hab's! Okay, jetzt schnell die Gasmaske machen. Tür zu. Wie viel Nase brauche ich noch? Da. Aber jetzt nicht auf dem verbuggten Slot ziehen. Ich speichere vorher lieber nochmal. Nicht, dass ich jetzt hier wieder den verbuggten Slot erwische. Ich habe nämlich irgendwie im Inventar einen verbuggten Slot oder so. Da verschwinden dann die Sachen, wenn ich die da hinziehe. Genau. So. Also. Ach, Quatsch. Doch nicht hier ran. Hier. Yes! Ich kann die Gasmaske machen. Juhu! Gasmaske! Nutzt die sich eigentlich dann ab? Die hat auf jeden Fall hier einen Balken. Ich glaube, ich nehme die mal lieber noch mal ab und ersetze die noch mal. Okay, wir haben Gnattfutz. Ich meine Gnatt. Wir machen mal hier, genau. Wir grillen das mal gleich. Und dann packen wir mal ein paar Sachen weg, würde ich sagen. Das packen wir mal weg, das packen wir mal weg. Wir haben so viel Stuff schon wieder, ey. Das muss alles mal weg hier. Die Smoothies nehme ich mal mit. Die Teile kommen auch hier rein. Das legen wir mal auch erstmal ab. Und das behalten wir mal. Da können wir eine Fackel draus machen wieder. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus soweit. Dann können wir ja in den Giftbereich rein. Das ist ja der Wahnsinn. Nein, erst analysieren. Gibt Gummipunkte. Ach ja, stimmt. Ah ja, Moment. Ja, das hat ja noch einen roten Punkt. Stimmt. Ja, dann gehen wir zum Analysator und machen das noch schnell. Guter Einwand an der Stelle. Habe ich natürlich wieder vergessen. Aber das kennt ihr ja nicht anders, dass ich Sachen vergesse. So, gleich erstmal reindrücken hier. Das gegrillte Fliegenfleisch. Nochmal schlürfen und dann... Der Analysator ist ja direkt nebenan hier. Da muss ich ja zum Glück nicht weit laufen. Wo ist eigentlich die Spinne, die hier immer patrouilliert? Habe ich lange nicht mehr gesehen. Die hängt bestimmt auch schon wieder irgendwo fest. Das ist in letzter Zeit in der aktuellen Version ein bisschen ein Problem, dass die Viecher immer überall festhängen. Kann das sein? Bei den Ameisen habe ich das auch schon gesehen. Boah, Insektenhammer! Was brauche ich denn dafür? Warte mal. Kann ich den einfach so machen? Workbench Gear. Workbench Tools, war? Insekthammer. Ach, Bärenleder. Habe ich da so viel? Gute Frage. Ah, guckt mal. Das ist die hässliche Wanze, die mich verfolgt hatte. Beim Spadey Gulch. Oder Spade Gulch. Und ich muss noch einen Stinkkäfer töten dafür. Okay. Wissen wir Bescheid, was wir machen müssen. Ist ja überhaupt nicht kompliziert. Aber scheint ja ziemlich wichtig zu sein, so ein Hammer. Für die Grenzgänger unter euch. Was? Maskenpflicht. Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt auch Maskenpflicht hier. Muss ich jetzt mal gleich gucken. Okay. Wir gehen mal vielleicht nicht da lang. Warte mal, wo komme ich jetzt am schnellsten und am unkompliziertesten in den vergifteten Bereich rein? Wenn wir rübergehen zur Hacke, glaube ich. Wenn wir zur Hacke gehen. Habe ich die jetzt dabei eigentlich? Ja, habe ich. Okay. Ah, das habe ich auch alles. Das habe ich auch. Okay. Dann lasst uns mal rübergehen. Wir können ja schon mal so in die Richtung laufen und dann mal gucken, was wir da so finden. Muss dann dran denken, dass ich die Gasmaske auch aufsetze. Weil eine Gasmaske, die ich nicht aufsetze, ist ein bisschen sinnlos. Bei Grabtas Hammer, ja. Du wirst gerecht werden. Bei Grabtas Hammer, was für Sonderangebote. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. So grob. Hier ist das fette Hotdog, wo man die Stufe 2 Axt braucht, um sich einen Teil davon abzuschneiden. Ist auch irgendwie witzig. Okay, da ist dieser Stamm. Warte mal, ich kann auch hier hoch. Ich kann auch... Ich mach's vielleicht lieber von oben. Na, okay. Oder auch nicht. Komm ich hier auf das Blatt drauf? Ja, komm ich.
Da muss ich nicht an den Spinnen vorbei, so sehr krass. Und dann sehe ich auch besser, wo ich hin muss. Da hinten ist, glaube ich, die Hacke. Und dann, von da aus ist es dann auch nicht weit zur Dings. Wow! Aua! Kongo da bong bada hongo, ich bin abgerutscht. Bong bada bong bada bong bong bada bong 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 bong. Ich muss mal hier oben rauf. Ich muss mal ganz weit oben rauf. Was ist das hier für ein Hügel? Famous Last Words. Ah, da ist die Hacke. Ah, hier bin ich, glaube ich, schon in der Nähe. Hier ist doch der Giftbereich, glaube ich. Das ist nicht weit weg hier. Das ist hinter dem... Ich ziehe mir mal schon die Maske auf. Ja, was? Maskenpflicht ist hier auf jeden Fall. Kong Butterbong. Oh Gott, Spinne. Renn doch, warum rennt er denn nicht? Er ist voll langsam. Kann er mit der Gasmaske nicht so schnell rennen? Das wäre ungünstig irgendwie. Oh! Kong Butterbong Butterbong. Man sieht hier voll schlecht. B, ich finde hier nichts Geiles. Marienkäfer, warum chillen die hier? Ich sehe hier nichts, verdammt. Aber es ist auf jeden Fall spannend, hier rumzulaufen. Was ist das? Das ist eine... Uah! Infected Weevil! Weevil, was ist mit den... Was ist denn mit dir los? Du bist ja... Du siehst ja so anders aus. Wow! Kacke, Mann! Ah! Was ist denn hier los, Alter? Das ist voll der atomar verseuchte Bereich. Ah, die lebt noch. Ich sollte mich mal heilen, wa? Ach du Scheiße. Infected Weevil. Fungal Growth. Ach du Scheiße, da ist ein infizierter Weevil im Busch. Was zum Teufel? Was? Ah, da ist er schon wieder. Weevil, du siehst irgendwie auch niedlich aus, wenn du infiziert bist. Oh, oh. Weg, weg, weg. Alter. Da ist der Kopf noch. Okay, der ist quasi eine kleine Granate. Aber es gibt eine Weevil-Nase dafür. Nicht schlecht. Was ist das? Kann ich das kaputt machen? Nee. Was hier? Irgendwo ist hier eine Station. Warte mal. Oh nein, gibt es dann vielleicht auch infizierte Spinnen? Wenn es infizierte Weevils gibt? Wo ist denn... Warte mal. Ah, hier, guck mal. Aha! Ha! Los, explodier. Aua! Mann, das jetzt? War das die Laus? Warte mal, hier ist eine Base. Nein, warum sind die denn immer verschlossen, verdammt? Wie kommt man da rein? Was muss man da machen? Okay, ich glaube, ich gehe wieder raus hier. Ich kann mich hier voll schlecht orientieren. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Hier, ich gehe wieder zurück. Ich muss das analysieren, was ich jetzt bekommen habe. Hier dieses Parts und Fungel irgendwas, was ich da bekommen habe. Fungelparts. Auf Updates warten musste machen oder cheaten. Ach so. Ich gehe mal hier nach oben. Ah! Ein Pinktröckchen. Oh Gott, bitte sag mir, dass ich das trinken kann, ohne zu sterben. Ja, ich kann trinken, sehr gut. Kong bada bong bada hongo, bongo, kongo. Hier wird's wieder normal. Oh. Hutsch. Alter Schwede. Ha! Aua! Das kriegst du wieder, du kleines Mistvieh. Infected Laus. Ah, was? Das war ein normaler Weevil. Schlag doch! Schlag! Mann, das...
Die halten ja was aus, ey. Das gibt's ja gar nicht. Fungal Growth und Mightfoots. Okay, auf zur nächstgelegenen Research Station. Die ist direkt da hinten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Weevil, geh nicht darüber. Da wirst du krank und dann explodierst du. Du willst da gar nicht hin. Vertrau mir. Aber dadurch habe ich jetzt wieder eine Weevil-Nase bekommen. Das ist natürlich nice. Da muss ich den normalen Weevil nicht töten, den netten Weevil. Dann kann ich den bösen Weevil töten. Der tötet sich ja sogar selber. Das ist der kleine Isis-Käfer, ey. Der sprengt sich gleich direkt in die Luft, wenn er einen sieht. So, jetzt pass mal auf hier. Also. Analysieren. Bam. Saft Infected Weevil und Infected Weevil Headmount. Ja, sehr gut. Das ist ein Traum geradezu. Aber die Frage ist jetzt... Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt an Punkten? 4500 immer noch nur. Ich muss mal jetzt irgendwie... Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt den Orb Weaver töten. Da bräuchte ich sehr, sehr, sehr viele Pfeile. Das hat ja mit Pfeilen schon sehr gut funktioniert, ja. Da haben wir schon mal in der Hecke ein oder zwei getötet. Das geht also. Also Pfeile machen wäre jetzt so die nächste Strategie. Um 5 Orb Weavers damit zu töten. Da brauche ich also 3 Millionen Pfeile erstmal. Und ansonsten Marker at Rake. Rock Point, keine Ahnung, Rake Rock Point wurde jetzt ja gesagt, wäre vielleicht die Hecke. Soll ich dann nochmal zu, also die Hacke. Soll ich nochmal zur Hacke gucken und da vielleicht mal... Genau, renn mal auf den Berg mit der Hacke. Genau, wird gerade auch souffliert, dass ich das machen soll. Da waren wir aber schon, da war gar nichts. Hatten wir da die Quest schon aktiv gehabt? Dann nehme ich mal mir lieber hier noch ein bisschen Zeug mit. Nicht, dass es dann wieder heißt, du hast wieder nicht genug, Dann heißt es wieder Hüdede und Hudedu. Wo muss ich hin? Wo ist jetzt nochmal die Hacke gewesen? Ach, ich weiß es doch nicht. Irgendwo da hinten. Ich muss mich nochmal, den Smoothie nehmen hier. Nimm mal die Gasmaske ab, nimm mal lieber hier die Maske jetzt. Falls hier eine Spinne aus dem Unterholz geschossen kommt, dann habe ich wenigstens den Hauch einer Chance noch zu entkommen. Hier ist die Hacke, hier ist die Hacke, hier ist die Hacke. Ab auf die Hacke! Es ist schon erstaunlich, wie unberührt Bärchen die Natur lässt. Ey, jetzt mal ehrlich. Die Natur hier nicht unberührt lassen, das sind die, die hier dieses Gift versprüht haben. Wer auch immer das war. Bestimmt die Eltern. Wieso macht man das eigentlich? Das ist doch so eine Riesenschweinerei eigentlich. Kann ja nicht sein. Die armen Kinder auch, wenn die da spielen und das Zeug einatmen. Guck mal, wie hoch das dampft. Ah, guck mal, da hinten, da ist die Anlage. Vielleicht kann man das stilllegen. Vielleicht kann man das sabotieren. So, jetzt bin ich wieder auf der Hacke. Ich muss, glaube ich, dann, wenn dann, hier auf die andere Seite. Würde ich mal jetzt schätzen. Ja, hier so rauf. Ah, da ist der Marker, den ich machen muss. Ist doch hier. Nein, das Cloverleaf fehlt. Nein. Nein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwas fehlt doch noch. Scheiße. Ey, da unten ist Zeug. Da sind Gummipunkte da unten. Die muss ich mir noch holen. Da. Aua. Kong, bada bong, bada bongo. Kongo, bongo. Gummipunkte. Oh, oh, das ist ein Spinnennest. Ach du Kacke. Das ist nicht gut, oder? Hier unten zu sein. Das ist richtig beschissen, glaube ich. Nein. Komme ich hier wieder raus? Komme ich hier wieder raus? Bitte sag mir, dass ich hier wieder rauskomme. Ah, nein. Oh, Kacke, lauf. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich muss eine Lampe anmachen. Wo muss man denn hier raus? Wo kommt man denn hier wieder raus? Was ist denn das, um Gottes Willen? Ah. Ah! Oh nein, da hinten der Wand ist eine Ader der Spinne. Das war wohl nicht so gut, hier unten reinzugehen. Stamina recken, Stamina recken, Stamina recken. Das war ganz schlecht. Die schlechteste Idee, die ich jemals hatte. Raus, 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 raus. Ah, da geht's raus. Oh Gott. Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach.
Hier, hier zu den fetten, netten, lieben, netten Käfern. Hahaha. Ha, ha. Da, renn weiter, renn weiter, renn weiter, renn weiter, renn weiter, renn weiter, renn weiter. Ich will nur ein Kleeblatt haben. Ah. Oh. Ich wollte doch nur ein Kleeblatt. Bah. Ich bin ins Spinnennest reingefallen und zwar richtig tief rein. Oh. Ich hab's überlebt. Geistesgegenwärtig habe ich gehandelt. Oh Mann, Weevil, du glaubst gar nicht, wo ich gerade drin war. Dramatische Wendung. Oh, ich schwitze, ey. Ich wieder Schweißausbrüche. Gibt's einfach nicht. Ich nehme mal hier ein bisschen Klee mit, wa? Mach mal die Fackel aus, falls ich wieder reinfalle. So, warte, wo war das jetzt? Ich laufe gerade falsch, ich muss da lang. Ich muss hinter den Baseball. Wir müssen da nochmal hin. Wir müssen diesen Marker bauen, dann kriege ich nochmal Gummipunkte. Das reicht dann aber immer noch nicht, um die Wände freizuschalten, die gepanzerten. Das ist schon irgendwie heftig, ey. Ich brauche ja 5000 Punkte. Wie viele habe ich jetzt eigentlich da unten bekommen? Waren das 100? Weiß es gar nicht. Waren das 100 oder waren das 500 jetzt? In der Höhle bekommst du am besten die Spinnenweben. Ja, sehr gut. Toll. Stimmt eigentlich, die brauche ich ja für die Panzerung. Für die Spinnenpanzerung. Und die Spinnenpanzerung scheint ja mit die stärkste Panzerung soweit zu sein. Wenn ich das jetzt... Also, unsere Untersuchungen haben ergeben, ja, dass die Spinnenpanzerung die beste ist. So, jetzt erstmal hier das Ding bauen. Ja! 100 Gummipunkte! Und eine weitere Quest erledigt. Nice, genau. Und jetzt das nächste Ziel ist der Orb-Weaver. 5 Orb-Weaver töten. Also Pfeile machen. Ganz viele Pfeile machen. Und dann wieder dahin am besten, wo diese 5 Spinnen auch rumgelaufen sind eigentlich. Nein! Lauf! Rein, rein, rein und nicht jetzt in die Spinnen, ins Spinnennest reinfallen. Das wäre jetzt dämlich. Das wäre jetzt ultra dämlich. Nee, genau. Der Plan wäre jetzt halt, wie gesagt, ganz viele Pfeile machen, zum Orb-Weaver-Bereich gehen und da einfach dann von oben wieder, wo wir da auf die Holzplanken drauf sind, einfach von da dann schön oben, von oben runter. Ne, und so immer schön von oben. Hier ist eine Distel, da kann ich gleich mal hier diese Nadeln mitnehmen. Gar nicht schlecht. Genau. Schön mitnehmen alles. Und Läusefutz brauchte ich, ne? Die roten Läuse, warte mal. Die waren doch hier auch. Die waren doch da hinten gerade. Lasst uns die doch auch mal gleich platt machen. Oh, Kacke. Ich glaube, ich geh woanders hin. Wie man sie nicht gehört hat. Abartig hässlich. Einfach nur abartig hässlich. Gott sei Dank habe ich sie gesehen. Mein Haus, also mein altes Haus. Wo war denn hier die Tür nochmal? Hier. Zumachen. Ah, was habe ich hier? Ich habe das aufgehoben. Soll ich mal schlafen? Ja, komm. Der kleine Pete hat jetzt, ist jetzt an der Zeit zu schlafen, genau. Habe ich das jetzt, ja, das habe ich schon analysiert. Was kann ich da jetzt eigentlich draus machen, außer Trophäen? Kann ich da irgendwas anderes draus machen? Hier, ah, Läusefutz. Lasst mal gleich Pfeile machen, die kann ich doch im Inventar herstellen, oder? Ja, kann ich, okay. Okay, geht nicht mehr. Die Nadeln fehlen jetzt. Jetzt habe ich 27 Pfeile. Okay, wir brauchen mehr. Ich muss mal Zeug weglegen, aber das muss ich mal in die Base schaffen. In die richtige Base, nicht die Base hier. Okay, dann wissen wir ja, wo wir Läusefutz herkriegen. Nicht schlecht. Warum habe ich denn da so viel Läusefutz drin gehabt? Merkwürdig. Ist ja total verfutzt.
In der alten Base hattest du noch genug. Ja toll, jetzt kommt der, jetzt lese ich den Hinweis, weißt du? Danke für den Hinweis. Ich fand es gerade. Ah, ein bisschen was war ja auch noch. Ich habe gerade noch mehr gefunden. Ich brauche dringend Essen und Trinken. Da müssen wir mal schnell uns drum kümmern auch. Ich könnte auch die Cola aus der... Alter. Nein! Ich trinke mal hier die Coke, ne? Solange noch Kohlensäure drin ist. Ja, dann lasst uns doch mal die Sachen wegstecken. Ah, guck mal, da. Da ist das hingefallen, glaube ich. Was kann ich denn weg? Hier die Nase. Die Teile. Die Teile. Es summt und surrt um mich herum. Das finde ich ganz schön dumm. Und dann mach mal noch mehr Pfeile. Sehr gut. Wie viele haben wir denn jetzt? 37. Das reicht ja gerade mal für eine wahrscheinlich. Für eine Spinne. Wir brauchen mehr Pfeile. Wir brauchen mehr von den Nadeln noch. Dann gehen wir doch gleich mal zur nächstgelegenen Distel und hauen da nochmal ein bisschen drauf rum. Wie viel? Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. So, gleich mal hier drauf prügeln. Und dann hole ich mir noch aus der anderen Base ein bisschen Futz. Sieh mich nicht. Sehr gut. Ja. Nein. Nein. Ah, ich brauche eh was zu essen. Kommt her. Ja, dann stirb halt auch, mein Gott. Blödes Vieh. Stamina ist gerade ein bisschen ein Problem. So, drei von euch brauche ich nur. Okay, warte, 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 warte. Jetzt zurück zur Maschine und dann rein in die Base. Dann braten wir uns das Fleisch und dann macht man noch aus dem Futz und dem Nadeln macht man noch mal eine Portion Pfeile. Bist du süchtig? Ja, nein, bitte beides ankreuzen. Was? Aua. Natürlich bin ich süchtig, aber sowas von... Oh Gott, diese Dinger immer, ey. Die fliegen immer um einen rum. So, rein da und dann erstmal braten. So, und jetzt craften. Ja, guck mal, herrlich. Jawoll. Na, wie viele haben wir jetzt? 60. 67. Nicht schlecht. 67 Pfeile. Damit kann man schon ordentlich was anfangen. Dann mache ich gleich noch mal ein paar Smoothies. Hat er... Hä? Hat er es jetzt direkt gegessen? Nee. Jetzt hat... Lecker, lecker, lecker. Sehr schön. Guckt mal. Dann sind wir den Futz auch gleich los und haben wieder Heilzeug. So, jetzt wollte ich noch gucken, meint ihr 67 Pfeile reichen? Ich würde vielleicht erstmal mit 67 Pfeilen losgehen, wa? Oder vielleicht doch lieber noch ein paar. Komm, wir haben noch Futz, wir können auch mehr machen. Ich muss nur noch mal schnell noch eine Distel finden. Vielleicht jetzt nicht zu der anderen hin. Hier war doch auch eine gerade gewesen, ne? Da, 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 da ist doch eine, oder? Ist da nicht eine dahin? Ja, da ist eine. Dann genehmigen wir uns die jetzt einfach. Na?
Wie viele Nadeln brauche ich nochmal für eine Portion? 6 Pfeile oder so, ne? Spinne? Ne, alles cool. So, 18. Ja. 24, okay. Warte, ich kann es ja direkt vor Ort machen. Okay, nice. Einmal noch. Dann sind wir den Stack los. Sehr nice. So, jetzt haben wir 60, 80, 100, 117. Da muss ich noch meinen Bogen reparieren. Haben wir Quarz dabei? Nee, Quarz habe ich nicht dabei. Okay, dann gehe ich jetzt zur Base zurück, repariere meinen Bogen noch und dann bewegen wir uns in Richtung hier, wo die Holzblöcke waren. Und dann schießen wir diese ganzen Spinnen schön entspannt von oben. Schießen wir sie ab. Das wird total toll. Meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde. Das wird ein einziger Triumph. Ein einziger Triumph wird das. Wenn sie mir nicht zuvorkommen. Weil da hinten, wenn wir da schön auf die Pflanzen raufspringen, ja, und dann immer schön von oben runterballern, das müsste genau die richtige Stelle sein, wo man diese Quest erfüllen kann. Solange mir nicht die Pfeile ausgehen und solange sie sich nicht hochheilen, weil sie zu weit weg sind. Das ist ja echt so ein bisschen gemein, dass die sich dann immer hochheilen, weil sie zu weit weg sind. So, Bogen reparieren. Und die Axt kann ich eigentlich auch mal reparieren. Schnell rein. Zeug rausholen. Repair. Mal den Speer gleich auch noch, würde ich sagen. Warte mal. Was wollte ich jetzt reparieren? Den Bogen wollte ich reparieren. Wo ist er denn? Hier. Ach, da brauche ich Woven Fiber. Okay. Dann repariere ich mal das Ding. Und das Ding. Genau. Dann kann das nämlich wieder weg. Ja, dann muss ich wieder dieses Woven Fiber Zeug machen. Noch einmal. Da brauche ich noch einmal. Oh Gott. Sind ja schon wieder hier Gäste am Start. Dann repariere den Bogen. Genau. Nice. Aha. Es ist gut zu wissen, dass ich den Bogen mit normalem Material reparieren kann. Und da jetzt nicht irgendwelches Deluxe-Material benutzen muss, hier irgendwelches Quarz oder so. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.